Hallo, ich bin's mal wieder. Endlich mal wieder. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte so lange keine Videos machen. Es ist echt zum Wahnsinnigwerden gewesen. Ich hatte Prüfungswoche, also letzte Woche war das. Und in 2 Wochen habe ich dann nochmal eine Prüfung. Mitte August, das ist auch super, aber ich werde jetzt schon ein bisschen was vordrehen, damit ich regelmäßig Videos hochladen kann, weil so geht's wirklich nicht, liebe Kim, ja. Ich habe mit mir selbst ein ernstes Wörtchen gesprochen und es werden wieder regelmäßig Videos kommen. Aber ich bin ja auch erst aus dem Urlaub zurückgekommen, ja. So eine Entschuldigung vor mir selbst. Es war irgendwie so wie so ein schizophrenes Gespräch. Die eine Seite hat immer geschimpft und die andere hat sich immer entschuldigt und irgendwelche Ausreden erfunden. Die will ich euch jetzt gar nicht erzählen, sonst dauert das Video zu lang. Ja, es war wunderschön in Sizilien, kann ich sagen. Wir waren zuerst in Palermo in der Hauptstadt. Die war wirklich, 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 wirklich chaotisch. Also der Verkehr ist Wahnsinn dort. Falls ihr vorhabt, dorthin zu gehen, dann bitte, bitte passt auf euch auf bei den ganzen Zebrastreifen und so. Und glaubt bitte nicht, dass bei den Zebrastreifen irgendein Schwein sich interessiert, ob ihr da drüber wollt oder nicht. Ihr müsst wirklich einfach losgehen. Wenn ihr auf der Mitte des Zebrastreifens seid, kann sogar passieren, dass die Autos einfach so um euch rum einen Bogen machen und weiterfahren. Aber ihr müsst einfach wie mit Scheuklappen so drüber gehen. Wir haben alle Zebrastreifen unversehrt überlebt, wie man sieht, und ja, es war trotzdem jedes Mal eine Herausforderung, einfach so loszurennen über den Zebrastreifen, wenn man sieht, dass die Autos einfach weiterfahren, aber die legen dann Vollbremsungen hin und dann kommt ihr unversehrt drüber. Nur so als Vorwarnung, falls ihr dorthin wollt. Ja, dann waren wir noch, nach einer Woche Palermo waren wir in Chaka. Das war wirklich schön, dort gibt es ganz viele Strände und so weiter und ja, da hatten wir dann noch 2 Wochen Badeurlaub. Ich bin nicht wirklich bräuner geworden, glaube ich, aber ich hatte irgendwie so einen Sonnenausschlag zum ersten Mal in meinem Leben, wohlgemerkt, und den hatte ich gleich am ersten Tag und deshalb habe ich mich immer mit Lichtschutzfaktor mindestens 30 eingeschmiert und ja. Da kann von Bräune dann keine Rede sein, wenn man sich mit so starkem Lichtschutzfaktor eincremt. Mein Freund hat sich gar nicht eingecremt und der sieht auch dementsprechend aus. Also der ist richtig braun geworden. Ich habe eh versucht, ihm irgendwie einzureden, dass er sich eincremen soll, aber keine Chance bei den Männern von heute. Die, ja, wollen alle hart sein. Mhm. Falls du dieses Video gerade schaust, mein Lieber, das nächste Mal cremst du dich ein im Urlaub, okay? So. Gut, genug des Klugscheißens hier, ja. Ich werde auf meiner Facebook, auf meinem Facebook-Profil dann noch Bilder hochladen und so für euch. Also, falls euch das überhaupt interessiert, ich lade es mal hoch. Ich muss den Kleinen jetzt eh mal kurz nehmen und ihn euch zeigen. Der ist nämlich gewachsen. Der gute Kleine hier ist schon doppelt so groß wie am Anfang. Das ist wirklich sagenhaft, wie der wächst. Und ja, es wird immer verschmust. Also es ist am Anfang ja schon so arg geworden. Aber jetzt wird es echt immer schlimmer. Und was es noch Neues gibt, der Kleine hat jetzt ja angefangen, seine Augenfarbe zu entwickeln, weil die Katzenbabys haben ja alle immer blaue Augen. Und bei ihm ist es total cool, dass das hat eben angefangen, als ich weggefahren bin. Habe ich am einen Auge schon gesehen, wie es dunkler wird. Und habe noch gesagt, ja, der behält bestimmt ein blaues und ein braunes Auge. Das wäre so cool, dann würde er aussehen wie David Bowie. Und dann komme ich zurück. Und der Kleine, er hat wirklich ein blaues Auge behalten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Okay, der schläft gerade noch und kuschelt herum und beißt mich. Aber ich werde euch ein Foto einblenden, dann seht ihr es ganz genau. Boah, Leute. Oh, Babylein. Ich kann euch sagen, seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Weil der Kleine hat gerade so derbe einen Fahnders. Hast du von deiner Mama geerbt, wa?
Ja. Ja. Ich habe natürlich seine Katzenmama gemeint, nicht mich. Das waren jetzt die latest News. Nein! Das waren noch nicht die latest News. Die allen latest News, die es überhaupt gibt, die kommen jetzt. Und zwar, deshalb habe ich vorhin auch gemeint, dass ich Videos vordrehen muss. Ich habe nämlich einen Praktikumsplatz bekommen für 40 Stunden die Woche, also Vollzeit hoch 10. Das dauert nämlich 3 ganze Monate. Also 3 ganze Monate werde ich 40 Stunden die Woche arbeiten. Und da werde ich viel vordrehen und ja, das dann hochladen. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil unter der Woche werde ich nicht dazu kommen, irgendwie zu drehen, weil ich halt wirklich in der Früh, also in die Arbeit gehe und nach der Arbeit dann in die Uni noch die Übungen machen und da komme ich teilweise erst um 9:30 nach Hause. Ich will halt regelmäßig weiterhin Videos machen, weil es mir schon so Spaß macht und weil ich wirklich euer Feedback wirklich so zu schätzen weiß. Es macht einfach mega, mega, mega Spaß, mit euch in Kontakt zu sein, auch über Facebook und so. Und ich danke euch für die ganzen lieben Nachrichten auf Facebook. Wirklich, mir springt immer das Herz bis hier hoch, wenn ich was lese. Und ja, es freut mich, wirklich. Und deshalb will ich das nicht missen, eben Videos für euch zu machen und vordrehen. Ja. Oh, Babyli. Babyli, Babyli, Babyli springt mich an. Frech. Ja, so frech bist du. Und ja. Dann höre ich mal auf mit dem Geschwafel wieder. Und jo, jo, jo. Und oh, jetzt bin ich ganz nass. Zum Glück liebe ich dich so sehr, du kleiner Spatz. Ja, und jetzt werde ich aufhören mit dem Gelabere und mit dem Outfit anfangen. Mhm. Ja, Baby! So, der Kleine, wir sind noch in meinem Outfit-Video. Also nehme ich ihn halt mit, wenn er nicht zu sehr herumklettert an mir. Das ist das Outfit. Ich trage eine Jeggin, also so eine Leggin, die aussieht wie eine Jeans. Von Zara, die habe ich mir vor einem Jahr oder so gekauft und die hat gekostet, ich glaube, 15 Euro und das Coole an der ist, dass sie tatsächlich ziemlich, ich muss aufpassen, dass sie nicht draufsteigt auf mein kleines Baby, tatsächlich ziemlich jeansartig aussieht, also die hat wirklich solche Hosentaschen und da oben für den Gürtel solche Riemchen-Dinger. Ja, solche Laschen oder was auch immer. Dann trage ich diese High Heels, diese Ankle Boots. Die sind jetzt aus dem Urlaub aus Sizilien. Jetzt lass mich mal reden, okay? Ja. Also, und das absolut Geile an den Ankle Boots ist, dass die aus Wildleder sind und ganz weich. Und diese Schuhe haben ganze 27 Euro gekostet. So, das sind die Schuhe nochmal von näher. Die haben da hinten diesen Reißverschluss. Und innen so einen Schutz, damit man sich nicht aufreibt am Reißverschluss. Dann so einen ganz dünnen Absatz. Und vorne den Plateau. Wir waren im Sale. Und da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Das Coole ist vor allem auch, dass die gleiche Farbe haben wie der dunkle Teil von meinem Poncho. Jo, das sind die haben vorne eben so ein Plateau und hinten dieses Riemchen, was ich ganz cool finde. Jo. Und dann habe ich noch diesen Poncho an, wie man sieht. Der ist auch aus Sizilien und hat, ich glaube, 24 Euro oder so gekostet. Ja, ich finde das Muster so süß, das ist so winterlich irgendwie. Und ja, das ist eben hier auf den Seiten offen. Und sieht so aus. Finde ich irgendwie ganz cool so.
weiß nicht, ob man das sieht, deshalb pose ich so viel herum. Weil ich nicht weiß, ob man das alles erkennt und ja, ob ich in der Kamera noch, also im Bild noch drin bin oder nicht. Oder ob man die Schuhe überhaupt sieht. Ja, und Sarah sollte immer noch solche Leggings haben, denke ich mal. Solche Jeggings. Und Ponchos kriegt man jetzt auch, da habe ich im H&M ganz viele gesehen. Also das finde ich echt cool eigentlich. So ganz enge Skinny Jeans oder Jeggings gemeinsam mit Ponchos sehen echt cool aus. Das ist irgendwie für mich der Trend im Winter. Also gut, wir verabschieden uns von euch und wünschen euch einen wunderschönen Tag, obwohl es bei uns regnet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!